Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Valheim. Allein. Dieses Das ist Mal eine in Insel mit 2D. Schneckenrunde. Oh, cool. Harsch, harsch. Wir müssen alle in Harsch rein. Los, Schweiz, Harsch. Arsch. Konzil von Trent. Was für Harsch? Das Konzil von Trent, geh da rein. Das ist dein Vassal. Was? Konzil von Trent, geh auf den Religionstab. Mann! Mann! Das ist wichtig. Wichtig. Ja? Ja. Harsch. Sonst, sonst screwst du den kompletten katholischen Glauben. Wie stellt man? Du musst links auf das Kreuz drücken. Da links, wo Haar stellt, musst du links auf das Kreuz drücken. Gefunden? Hier gibt es so viele Kreuze, nein. Hast du auf das Religionsding unten in der Mitte steht Konzil von Trent, richtig? Nein. Beim Religionsding, nicht bei dir im Land Religions, unten rechts. Beim Vatikan. Ach so. Beim Vatikan, okay. Ja. Arsch. Unten in der Mitte, ganz links, da drückst du drauf auf das Symbol. Links, wo diese 10, wo diese Mannequins mit 10 stehen, da links, perfekt. Und jetzt beten wir. Wir beten, dass der Kirchenstaat die richtige Scheiße nimmt. Wenn ich kriegen sie aufs Maul. Ja, ich investiere auch mal meinen Einfluss. Gegebenenfalls werde ich der Kontrolleur der Kurie. Dann kann ich das einstellen, aber ich weiß nicht, ob das... Ich kann Wurstessen endlich spenden. Das Problem ist, das wird einmal ausgewählt und dann bleibt es für das gesamte Game. Oha. Oho, ich hab einen 6er Shock General gerollt. Krieg gegen Osman. Gleich geht's rein. Gleich geht's rein. Wie machst du das am besten? So, die Gegenreformation wurde angenommen. Ich weiß nicht, ob das so eine smarte Idee war, aber ich hab's jetzt. Diese nicht so smarte Idee. Ob der schon wieder Kaiser geworden ist. Warum auch nicht, ja? Oh, 65.000 Soldaten. Oh Gott, ich muss deffen. Wieso ist Provence zum Kurfürst? Mann! Mach doch mich zum Kurfürst, du dumme Sau! Nee. Wer ist denn überhaupt als Kurfürst? Mann! Das Einzige, was ich tun kann, ist meine scheiß Koalition aussitzen. Jungs, dieses spannende Gameplay gibt's nur hier. Nur hier. Nur hier. Ey, Roller. 83 Dukaten aus dem Handel. 66,5% meiner Gesamteinnahmen stammen nur aus dem Handel. Und wie verdienen Sie Ihr Geld? Ich handel. Okay, produzieren Sie auch irgendwas? Nein. Was handeln sie dann? Dinge. Jo, Schweden. What the fuck? What the fuck? Ist okay, warum?
Ja, nach Polen wird vermutlich Schweden irgendwie dran glauben. Die sind ja mit England und mit Moskau verbündet. Was ist denn hier los? So langsam stehen große Kriege an. Also ich könnte mich ja in Deutschland reinfressen und Deutschland gründen, aber irgendwie... Nee. Nee. Irgendwie habe ich andere Probleme. Und mit Probleme meine ich tatsächlich Probleme. Was unglaublich ist. Alter, was hab ich denn für ein Glück? Sagt er und spielte Kongo. Ich hab gerade das Event bekommen, eine Kernprovinz einfach bei Timbuktu zu bekommen. Und jetzt kann ich einfach Timbuktu nehmen, obwohl ich nicht angrenze. Na, wer ist denn da schon, Alexandria? Ja, das Problem ist, ich hab da gleich eine grüne Border. Das ist ja schön, Medribani. Ja, nee, die sind ja Vasall, aber eine böse grüne Border. Warte, der Osmane ist grün? Ja, der ist immer grün. Nein, ich meine, die Farbe ist grün. Ja. Okay. Ich hab so eine. Manche Farben sind nicht so meins. Ich könnte diese Farbe, die der Osman hat, nicht als grün identifizieren. Was ist das denn für eine Scheiße? Heidelberg? Warum denn in Heidelberg? Mit 370 Dukaten. Nee. Bro, kann mein Herrscher jetzt auch nur sterben? Jetzt habe ich wirklich langsam keine Dings mehr, republikanische irgendwas. Tradition, genau. Ich hab was. Ich bin schon bei 56 Ding runter. The fuck? 56 Ding runter. Ding. Ja, Republikant, Mann! dumme Nüsse. Was soll das denn? Was soll das denn? Fucking Bissens. Was ist denn stolz für eine unterentwickelte Provinz, Mann?
Sag mal, hast du Bock auf einen Krieg gegen Frankreich, Schweiz? Gegen Frankreich? Nein, ich will die immer noch als Bündnispartner. Willst du nicht die Provinz von Frankreich erobern? Nein, eigentlich nicht. Du hast nicht. Ein Handelszentrum von denen. Eigentlich macht es Sinn, dass du zumindest die drei Provinzen da Gijon und so weiter. Also es macht schon Sinn, die zu erobern. Also actually... Ja, und dann nach Genua weiterzuleiten. Ich brauche einen Partner gegen Spanien. Du hast mich? Ja, du bist noch weiter weg. Willst du jetzt einen Krieg gegen Spanien führen? Will ich auch nicht jetzt, sondern erstmal Bündnis mit Frankreich. Aber warum greifst du nicht einfach Frankreich und holst du die Provinzen, baust selbst eine Armee und dann erobern wir beide Spanien? Man muss ja gegen beides Krieg führen. Ja, du greifst jetzt Frankreich an, ich mach mit und die sind tot. So schon zu viel aggressive Expansion. Warte mal, wie sieht deine aggressive Expansion aus? Bro, hast du den Map-Modus für aggressive Expansion? Ja. Okay, drück mal drauf, ja? Drück mal auf dein Land. Ja. Guck dir an, wie wenig aggressive Expansion hast. Jetzt drück mal auf mein Land drauf, ja? Oh, Bro. Ja, wieso ist so nicht? Ja, dann chill doch mal ein bisschen. Dir wird kein Krieg erklärt, mir schon. Nee, dir wird auch kein Krieg erklärt. Ich eine Provinz. Dir wird auch kein Krieg. Dir wird auch kein Krieg erklärt, weil du mit mir verbündet bist. Meine Armee zählt als dein Buffer. Deswegen holt man sich Schutzbündnisse. Gegen wen müssen wir dann kämpfen, alles? Ragusa, Schottland, Inseln, Bremen, Oldenburg. Oh, fuck, Bremen. Ja gut, Bremen ist jetzt nicht so... Ja, nee, geht nicht. Ah ja. Bremen habe ich nicht gesehen. Ja, ich muss dieses eine Event machen, wo ich 100 mit allen in meiner Dings habe. Aber irgendwie... Weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. I'm trying. You try the best, but you don't success. Huh? Was bekomme ich nicht? Ja, bekomme ich nicht. Ich kann ihn doch einfach. Bin ich dumm? Ich send den einfach Geld in den Arsch. Eifert Move. Geschenk senden. 100 Dukat. Nächstes Land. Nürnberg. Geschenk senden. 75 Dukat. Dortmund, Geschenk senden, 75 Dukat. Dann die Beziehung noch verbessern. Bündnis mit beiden und dann dürfte ich eigentlich diese Scheißmission fertig haben. Sollte ich Kirchenstadt zum Mark ernennen? Normal würde ich sagen, ja. Kannst du machen, aber du kannst einfach den Handel von denen übertragen lassen. Das ist ein Handelszentrum. Hm. Jetzt stirbt mein scheiß Kommandant, was soll denn der Rotz?
Großmacht. Lübeck ist eine Großmacht, die Welt geht unter. Oh nein. Ja, mal ganz kurz auf meine Diplomacht scheißen. Ganz kurz. Nur ganz kurz. Ja. Diplomacht von 5 pro Monat für Bündnisse. Eieieiei. Jetzt muss ich dich nur noch über 100 kriegen und wenn du über 100 bist, scheiße, ich muss dir Geld bezahlen. Warum habe ich das nicht gleich getan? Und? Kann ich die Pissmission jetzt machen? Ja, kann ich. Perfekt. Was ist das nächste? Merkantilismus beträgt mindestens 60. Einer der folgenden Punkte: Lübeck hat Handelsideen abgeschlossen. Folgende Idee muss dann zudrücken. Die Händler ist die herrschende Fraktion. Die Machtprojektion von Lübeck ist mindestens 50. Das heißt, ich brauche 60% Merkantilismus. Warte, was stand da noch dran? Ja, das ist ja easy. Jetzt muss ich ja nur die ganzen Bündnisse wieder kündigen hier. Kleef. Fick dich. Dortmund. Leck mich. Was habe ich noch? Gotland. Aha. Warte, Gotland kann ich vassalisieren. Sollte ich? Gut, dann sollte ich vermutlich vassalisieren. Ja, wir sind sonst Verbündeten. Nürnberg. Aha. So. Mann, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so auf den Kopf gefallen. Mann. No. Warum bin ich so dumm? Warum bin ich so dumm? So dumm, 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 dumm. Stell dir vor, ich mache nur noch einen Plus von 23. 24, ui. Es ist alles ein Teil von einem größeren Plan. Ich habe ihn noch nicht verstanden, aber ich habe bestimmt irgendwo einen Plan gehabt. Und auf jeden Fall wird dieser Plan in der nächsten Folge von Europa Universalis 4 weiter ausgeführt. Von daher tschüss und bis zum nächsten Mal.